Hi, zurück zu Atomic Heart. Wir sind hier noch in der Akademie und wollen jetzt mal, jo, sie wartet hier auf den Fahrstuhl. Let's go, oder? Achso, wir müssen hier sprechen. Geh mal. Kollektiv startet bald. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Ja, let's go, komm. Brauch noch ein bisschen. Alles klar, let's go. Gehen wir. Tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest. Oh, Scheiße! Nicht schon wieder! Nein! Nicht jetzt! Nicht hier! Oh, so richtig klar ist nicht, was mit ihm ist, ne? Also, ist ja klar mit, manipuliert und dies, das, aber was das alles für ein Hintergrund ist. Wenn seine Frau schon die Zwillinge ist und so weiter, bin ich gespannt, wie das hier alles endet. Okay. Nur der Run? Wir sind Monster im Dunkeln, mein Junge. Wie oft haben wir schon darüber geredet? Ich bin der kleine Fuschelhase. Jedes Buch aus der Bibliothek meines Vaters. Diese Fragmente zusammengefügt und jedes Faktum in Übereinander gestellt. Nachdem das Rätsel gelöst war, fand ich ein Buch, das mich jetzt daran hindert, mein Wissen mitzuteilen. Dieses Buch ist die Gier und das Böse in Menschen. Die Leute haben keine Zeit, sich der Wissenschaft zu widmen. Auf der anderen Seite der Welt spielen sie mit Geld und auf diesem Seite. Wissenschaft zerschmettert von den Büchern, die nie jemand gelesen hat. Teile der aktuellen Gesellschaftsordnung ermöglicht der Menschheit, sich voll zu entwickeln. Hinfort mit dem Geld sollen die Roboter für uns arbeiten. Dr. Sechenov bestritt gerade auf einer Pressekonferenz vehement Gerüchte über Fehlfunktionen ziviler Roboter in der Anlage 3826. Die Anlage ist wieder voll einsatzfähig. Ach, und da bist du ja wieder, Söhnchen. Hast ja einiges abgekriegt. Du wärst fast für immer dort geblieben. Wo? Gute Frage. Wie soll ich denn wissen, wo du bist, wenn du einen blutigen Amoklauf begehst? Du warst so ein netter Junge, als meine Tochter noch lebte, aber seit sie verstorben ist, ach, schmollst du nur rum und drehst dann plötzlich durch. Überall Blut und abgerissene Köpfe. Puh, wie unschön. Was hat deine Tochter mit mir zu tun? Meine Katja. Unsere Katja. Die haben an deinen Erinnerungen rumgepfuscht. Sag mal, wovon redest du denn da? Meine Tochter. Aber sie war deine. Ekaterina Nechayeva, Codename Blesner, Mitglied der Spezialeinheit Agentum. Dann bist du... Deine Schwiegermutter, du Ignorant. Ihr wart im Dienst für Sechenov, bis diese Bulgaren zuschlugen. Katja überlebte nicht und aus dir machte Sechenov ein Monster. Ja, sowas Ähnliches habe ich schon gehört. Warum sitzt du hier noch rum, wenn du alles weißt? Ich habe dich seitdem im Auge behalten. Dachte mir, dass irgendwo noch was Menschliches in dir sein muss. Also sie hat auch nach den Ringen gefragt. Tut mir leid, ne? Aber meine Vergangenheit, meine Gegenwart, alles ist weg. Warte, wo ist Larissa? Sie ist überall. Du hast sie in alle Winde verstreut. Du eine Waffe rumlegen? Na, was glaubst du denn? Welche willst du? Ching. Ich brauch nur was, um mir die Birne wegzupusten. Tolle Idee. Jag dir eine Kugel ins Hirn, aus und vorbei. Dann kannst du Sechenov jeden in einen endlosen Fleischsack verwandeln. Erst die Sowjetunion, dann den Rest der Welt. Ich hab's kapiert. Wenn du es kapiert hast, dann steh auf. Ich geb dir Waffen, viele Waffen. Aber du musst mir versprechen, diesen Typen endgültig auszuschalten.
Was ist los? Zunge verschluckt? Achten Sie die Tradition, Major. Genosse Setschenovs Taten verlangen Rache. Was ist das für ein Ding, Sergei? Ich bin Sinaida, Chariton Sacharow. Chariton, du Schlange, du lebst noch? Irgendwie ja. Durch bösen Zauber verwandelt in Polymer-Glimmer. Warte mal eine Minute. Willst du mir sagen, du kennst Oma Sina schon die ganze Zeit? Geheimnisse können sich als sehr nützlich erweisen, Major. Nützlich für wen? Was hab ich von deiner Geheimniskrämerei? Setschenov hat sie nicht mehr alle, den Leuten sowas anzutun. Warte mal. Katja, Katenka, ist sie noch am Leben? Möglich, doch in welchem Zustand? Seht mich, geht es mir wirklich besser? Aber ich weiß nichts Konkretes. Ich flehe dich an, Sergei. Setschenov muss sterben. Ist ja gut, lass mich in Ruhe. Verdammte Scheiße. Was zur Hölle geht hier bloß ab? Zum einen haben wir manipulierende Lügner, die sich für noble Rächer halten. Zum anderen ist da ein sowjetischer Wissenschaftler, der die ganze Menschheit erleuchten will und mich benutzt, um Arschlöcher zu beseitigen. Behaupten die manipulierenden Lügner. Ich krümme Setschenov auf kein Haar. Ohne mich. Ich habe genug von dem Spiel. Was bist du denn für einer? Machst dir wohl vor Angst in die Hose? Das ist ein Fehler, Major! Du musst jetzt nach Chelomei! Wenn euch eure Rache so am Herzen liegt, könnt ihr da selbst hingehen. Das ist meine Entscheidung, nicht eure. Ich helfe Setschenov nicht mehr. Genug geschadet. Aber ich werde mich nicht zum Henker eines wissenschaftlichen Genies machen. Eines Helden der Sowjetunion. Er wird schon wissen, was er tut. Er benutzt dich nur! Ist das so? Warum bin ich dann nicht in diesem Limbo? Und ihr nicht tot? Der Zauberer hinter dem Vorhang ist ja echt nachlässig. Ach ja, Chariton, weißt du was? Ja? Du hast versagt! Dieser Vosrod-Polymer-Extender in meinem Kopf, das war deine Erfindung. Du wolltest Leute manipulieren, lange vor Kollektiv. Vielleicht will Setschenov in die Köpfe der Leute, um ihren Willen zu brechen. Aber er verwandelt sie nicht in Monster, wie ich eins bin. Er würde keine Gedankencontroller verwenden. Oder Injektion. Du begehst ein Fehler! Hör auf, dich zu winden! Also, das ist besser. Aufnahmen zeigen, wie Major P3 Anlage 3826 verlässt und flieht. Sein Ziel ist weiterhin unbekannt. Major P3 hat keine Informationen zu seinem Ziel genannt. Dr. Setschenov sieht diesen Verstoß jedoch als unbedeutend an. In der Nähe des von Major P3 benutzten Ausgangs wurde ein unidentifiziertes Objekt aus schwarzem Polymer aufgenommen. Aufgrund der geringen Größe konnte das fragliche Polymerobjekt auf der Aufnahme nicht weiter analysiert werden. nicht euer Ernst. Okay, und dass das Ende ist, why not? Okay, ganz witzig. Naja, also mal gucken, ich glaube, ich entscheide mich dann nochmal gleich für das andere. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Okay, also, bis dann.
Sergei Sechenov muss sterben.
Ist ja gut, lass mich in Ruhe! Verdammte Scheiße! Was zur Hölle geht hier bloß ab? Zum einen haben wir manipulierende Lügner, die sich für noble Rächer halten. Zum anderen ist da ein sowjetischer Wissenschaftler, der die ganze Menschheit erleuchten will und mich benutzt, um Arschlöcher zu beseitigen. Behaupten die manipulierenden Lügner. Also gut. Was hast du denn alles in deinem Waffenschrank? Liebling, ich mache mir große Sorgen. Ich glaube, du bist in Gefahr. Wie meinst du das? Ist der Pausenraum nicht mehr sicher? Nein, schöner Mann. Mein Raum ist für dich immer sicher. Ich lasse niemanden rein, wenn du da bist. Und woher kommt dann die Bedrohung? Von deinem Handschuh. Er manipuliert dich. Zieh ihn aus, dann sind wir zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Oh Mann, du und mein Handschuh, mir reicht's jetzt langsam. Aber ich habe recht, Schatz. Ja, ja, du willst mich doch nur töten, vergiss es. Wie kannst du nur sowas denken? Ich töte jämmerliche, kleine, notgeile Würstchen, die in mir sein wollen, obwohl ich nur dich will. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du aufhören sollst, Menschen zu töten? Das habe ich nicht in der Hand. Ich kann nicht anders. Dann wirst du mit dem Handschuh klarkommen müssen, bis du es kannst. Du solltest mir verbieten, dir zu sagen, dass du den Handschuh ausziehen sollst. Siehst du? Er spielt dich gegen mich aus. Dieser gewiefte Manipulierer. Schatz, zieh dieses ekelhafte Ding sofort aus. Hey, erspar mir dein abgedrehtes Gefasel, ja? Hier ist doch alles schon den Bach runtergegangen. Was immer du sagst, Meister, sei einfach oft in mir und bestraf mich. Gibt einfach Dinge, die ändern sich nicht, ne? So, wollen wir hin? Da hinten? 49 nur? Okay. Müssen runterjumpen. Dann komm, Sergei. Die Rache wartet. Dräng mich nicht. Eins nach dem anderen. Hibi. Wir sollten Setchenov erreichen, bevor Kollektiv aktualisiert wird und nichts mehr geändert werden kann. Falls dir seine Antwort nicht gefallen. Hier können wir auch noch was kaufen, ist ja nice. Sei vorsichtig, Major! Ist das links oder rechts? Ach, ist doch egal. Du hast keine Ahnung, wie recht du hast. Wie recht du hast. Nicht aufgeben, Major! Wir müssen nach oben! Stell dir vor, die wären zu zweit! So blöd. Alles ein, um dich zu töten. Setz auch du alles ein.
Tag, ja? So sieht es nämlich aus. Besteht in der Einnahme strategischer und militärischer Einrichtungen mit darauf folgender Trennung und Abschaltung von Atomkraftwerken. Effektive Deaktivierung des Atomherzens Amerikas. Vollständiger Abtritt der Regierung und Machtübertragung an die oberste Führung der UdSSR. Und wie wollten Sie das hinkriegen? Nun, Sergei, erst verkaufen Sie Roboter, dann verschenken Sie sie als Hilfeleistung. Wenn die kritische Masse erreicht ist, übernehmen Sie alle Kraftwerke und stellen den Strom ab. Mhm. Seid gegrüßt, geehrte Mitglieder des Politbüros. Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass das Atomherzprojekt nun bereit für den Start ist. Hierbei handelt es sich um ein streng geheimes Projekt zur Vernichtung des Widerstandes unserer Klassenfeinde in Westeuropa, Ostasien und natürlich Nordamerika. Wie ihr wisst, ist Anlage 3826 schon seit vielen Jahren auf dem kapitalistischen Markt aktiv und stattet die gesamte Welt kostenlos mit Robotern als Arbeitskräfte aus, um Sanktionen zu umgehen. Wir haben uns geweigert, einige unserer Geräte, wie beispielsweise Buravs und Kondore, zu verkaufen, da vorgeblich kein Interesse bestand und wir nur für Wartung sowie Reparatur bezahlt werden wollten. Die Verteilung dieser Roboter hat aufgrund zunehmender Arbeitslosigkeit in konkurrierenden Ländern bereits zu Unruhen geführt. Vor allem aber kommen unsere Geräte an strategisch wichtigen Zielen wie beispielsweise Atomkraftwerken zum Einsatz. Um den Sieg des internationalen Sozialismus herbeizuführen, werden wir die verborgenen Fähigkeiten unserer Roboter aktivieren. Nach ihrem Wechsel in den Kampfmodus werden wir die Atomreaktoren der konkurrierenden Länder übernehmen und verlangen, die Macht an das Volk zu übertragen. Die Grenzen der Sowjetunion werden sich unter dem Banner eines Volksaufstandes erweitern. Wir werden die Vorteile unserer Ideologie demonstrieren und sie über die ganze Welt ausbreiten. Die Sowjetunion wird das war mit ja starken... Klar. So, was ist denn das hier? Okay, kann ich nicht lesen, Junge. Kyrillisch. Okay. Kann den Blick der Menschheit in die Sterne richten. Das Atomherzprojekt wird gestartet, sobald jeder Bürger unserer Nation vollständig polymerisiert wurde. Aha. Erst nochmal polymerisieren. Mhm. Bei voller Geschwindigkeit kann das geodätische Monorad GMR 69 einen Körper in zwei Hälften teilen. Die gehen gleich alle auf mich los, oder was? Hinten bei dem Ding auch noch was rum. Nee, nur eine kleine Box vielleicht. Jo, eine kleine Box steht da auch noch drin.
Exoskelett für eine plüsch-basierte Neuropolymer. 850 Kilo. Tautropfen ist eine leistungsfähige Kampfeinheit, deren Laserstrahlen menschliches Fleisch in 0,1. Der Schlepper kann Eindringlinge mit einer speziellen Klammer festhalten und bis zum Eintreffen einer Schlägerei. Oder? Mal gucken, was er sagt. Und wir können ja speichern und mal was kaufen, wahrscheinlich. Speichere da. Nochmal Fahrstuhl. Was soll es sein, Major? Waffen. Der Zwilling hat ja noch einen zweiten Zwilling, oder? Also, ich muss sagen, und wo kommen wir hier hin? Ich dachte, das wäre auch ein Fahrstuhl. Nope. Okay, dann gehen wir mal rein in sein Büro. Ich bin gespannt. Ach, da sind jetzt die Zwillinge. Upsi. Schützen. Nun, Chariton, bist du stolz auf dich? Larissa, Sinaida und du wart ganz schön fleißig. Aber Sergei, ich dachte nicht, du würdest wirklich so naiv sein, mein Junge. Sei still! Du hast mein Gedächtnis gelöscht! Bin ich ein Spielzeug, so wie alle im Kollektiv? Was glaubst Beruhige du, wer du bist? Dich, Sergei. Ich sehe schon, du bist sehr aufgebracht. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber du, Chariton, du solltest dem Jungen helfen, nicht an seinen Fäden ziehen. Ich? Jetzt gibst du mir die Schuld? Wer beraubt denn hier jeden seines freien Willens und macht ihn zu einer Puppe? Und es war nicht mein Wunsch, ein sprechender Glibberhaufen zu sein. Du bist doch froh, dass es passiert ist. Du benutzt jeden, um dein Ziel zu erreichen. Auch mich und deinen Agenten. Gib es zu! Ich hatte euch beide verloren und eure Leben gerettet. Ihr seid beide wissenschaftliche Wunder. Du bist mein bester Freund, Chariton. Und der Major ist für mich wie ein Sohn. Dann sind diese beiden wie deine Töchter?
und all jene, die du mit dem Kollektiv verbinden willst, deren Verstand du kontrollieren wirst, was sind sie für dich? Millionen Pflegekinder? Sie sind doch alle nur Schrot für deine Mein Mühe, Wunsch für die Menschheit war eine fantastische Zukunft. Unvorstellbare Errungenschaften. Mein Wunsch war ein Weg zu den Sternen. Haltet das Maul, beide! Und Hände hoch! Du sagst ihnen jetzt, sie sollen zurücktreten. Ich zähle bis drei. Eins. Ein Jammer. Zwei. Ein Jammer, dass du die Situation eskalieren lässt, ohne eine friedliche Lösung zu suchen. Aber du stehst dem Fortschritt nicht im Weg. Rechts, links, vernichten. Um alles in der verdammten Welt ist das! Gib nicht den Maschinen die Schuld! Ach, verdammte Scheiße! Das sind kalte, harte Fakten! Genau das will ich beheben! Du kommst einfach mit geladener Waffe in mein Büro! Bleib da die Freundschaft! Ohne Respekt! Was ist mit deinem Respekt für alle anderen? Ich Kollektiv 2.0 starte, wird die Welt von Schmerzen bleiben und belangloser Aggression wie deiner befreit sein, Peter. Der Klassiker. Um also alle glücklich zu machen, müssen wir nur die Unglücklichen töten. Richtig, Dr. Sectionoff? Nicht die Roboter töten Leute, sondern die Leute, die sie dafür erschaffen haben. Wir haben das alles zum Wohl der Menschheit getan. Diese beiden Roboter machen mir also zum Wohl der Menschheit das Leben schwer? Dieser Roboter ist also Ekaterina Nechayeva. Die Frau, an die ich mich nicht erinnere? Welcher? Beide sind es. Ich wollte Blessner ins Leben zurückholen, obwohl ihr Gehirn in Stücke gerissen war. Ich wollte ihre linke und rechte Hemisphäre wiederherstellen, was jedoch zu kompliziert war. Was zur Hölle? Aber warum? Du malträtierst schon die Lebenden. Konntest du nicht wenigstens die Toten in Ruhe lassen? Welche meiner Erinnerungen hast du noch gelöscht, Boss? Und wie auch? Du wolltest ihren Tod nicht akzeptieren und ich sie nicht retten. Das reicht jetzt. Ich bin bereit zu glauben, dass du zu meinen Besten gehandelt hast. Aber warum konntest du es mir nicht einfach sagen? Jetzt wäre es richtig, die Zwillinge zurückzupfeifen und mit mir zu reden. Verzeih mir, aber sie kämpfen gegen Terry. Nicht gegen dich. Schöne Scheiße! Können wir nicht einfach damit... In Ordnung. Aber ruf erst meine Frau zurück. Wir schaffen das. Hör nicht auf ihn! Schätzchen auf Manipulieren! Auf, Petai! Hat die von Anfang an manipuliert! Warum?
zur Hölle. Alle miteinander. Katja? Sein, Major. Finde mich. Willst du wirklich deine eigene Frau töten, Sergei? Elendes Sergei, Stück du verstehst Scheiße. Das nicht. Chariton manipuliert dich. Er erlangte Zugang zu dem Voskhod-Modul in deinem Gehirn und sandte dich ins Limbo. Ich hatte es nicht gleich bemerkt, da ich mit dem Kollektiv-Update beschäftigt war. Er war es, der Molotow getötet hat. Sag mir, Chariton, hast du Dr. Filatova dasselbe angetan? Hast du meinen Agenten benutzt, um sie zu massakrieren? Ich hab keine Heuchelei, Dimitri. Ich hab deine ganze Schmutzarbeit für dich erledigt. Aber warum mussten sie denn sterben? Warum hast du das getan? Du Mistkerl, die ganze Zeit... Ich hab genug von dir, Major. Deine Arbeit ist getan. Krass, ey. P3, mein Junge! Steh auf! Steh auf! Oh, clever. Was willst du? Ich will, dass dies alles endet, Dimitri. Ich will, dass deine erbärmliche Menschheit erkennt. Sie hat keine Zukunft. Es ist Zeit, zurückzutreten und Platz zu machen für die nächste Phase ihrer Evolution. Guess who's back? Chariton, du bist abgrundtief böse! Was? Was hast du mit der Menschheit vor? Und mit Kollektiv?
Du solltest nicht etwas als böse bezeichnen, nur weil du es nicht verstehen kannst. Das Böse ist ein abstraktes Konzept. Dein Denken ist limitiert. Du bist ein Mensch. Eine Spezies, die bald ausgestorben sein wird. Das wurde mir klar, als ich selbst aufhörte, menschlich zu sein. Deine Limitationen hindern dich daran, die Wahrheit zu sehen. Die dummen Menschen wollen sich nicht weiterentwickeln. Alles, was sie wollen, ist, es sich bequem zu machen, auf Kosten anderer. Du wolltest dich nie dem großen Netz anschließen? Nein! Halt, Sheridan! Nein! Ich hab's mir anders überlegt. Agentum-Einheit betrat Dr. Sechenovs Büro, fand jedoch keine Spur von ihm. Teilweise rekonstruierten Aufnahmen zufolge scheint sich das humanoide Neuropolymer-Objekt Dr. Sechenovs Leiche genähert und sie völlig verschlungen zu haben. Nach den im Bericht beschriebenen Ereignissen verließ das unidentifizierte humanoide Polymer-Objekt Dr. Sechenovs Büro und verschwand. Tja. Krass, ganz anderes Ende. Naja, gut, okay. Aber auch irgendwie. Na gut, also spiel's mal selber. Viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao.